Recht herzlich willkommen zur 60. Folge von Factorio. Ja, wir haben letztes Mal geguckt, dass alles läuft. Jetzt müssen wir hier schauen. Also hier ist schon wieder leer, ne? Da müssen wir gucken, dass wir Neues holen. Das war, glaube ich, auch unser Ziel. Ja, hier unten ist Eisen zugange. Das lassen wir jetzt erstmal so und holen erstmal neue Grundstoffe. Wie sieht denn das hier mit Dingens aus? Da ist nicht genug Kohle. Also da ist schon genug Kohle drin, ne? Aber... da machen wir noch ein bisschen was rein. Einsteigen mit Enter. Gut, und dann geht's los. Fahren wir so hoch. Holen wir Kupfer und Eisen. Erz. Fährt schon. Bum, bum. Und gleich müssen wir rechts abbiegen. Und da sind wir richtig. Und stopp. Oh, da sind wir zu weit gefahren. Stopp. Jetzt können die alle einpacken. Wir steigen gerade aus und holen das aus der einen Kiste raus, die da noch ist. Diese. Und die ist auch voll. So, dann haben wir das schon bei uns im Inventar. Und dann packen sie auch wieder ein. Da ist jetzt auch nichts drin, oder was? Der packt drüber. Da ist leer. Und da ist auch leer. Faszinierend, ne? Ja, weil der das alles da reinpackt, wa? Ja. Dann ist nur noch das in der Kiste. Okay. Wie viel ist da drin? Fast nichts, ne? Ja, so ungefähr, aber okay, das... wenn der da gleich fertig ist, dieser hier, dann können wir auch fahren. So ist es ja jetzt auch. So, auf geht's. Oh, da wird gerade angegriffen. Okay. Zur passenden Zeit weggefahren, ne? Ich glaube, kommt keiner mehr runter, oder? Ne, sieht nicht so aus. Und wenn, dann wäre es jetzt auch nicht schlimm, weil wir hier rüberfahren und da stehen ja gleich noch ein paar Geschütztürme hier. So. Nachschub holen. Er wird jetzt vollgeladen gerade. Vielleicht sollten wir gerade einmal aussteigen und einmal von Hand hier rausholen, ne? Geht das so viel wie möglich? So, das war alles. Gut, der packt jetzt wieder da rein. Da bin ich zu weit weg, kann ich nicht ranklicken, ne? Okay, das dauert noch gerade. Wir können jetzt natürlich auch das von uns rausnehmen, aber ach, ist egal. Ab in Zug und warten, bis er voll ist. Hier fehlt eine Kiste und da fehlt eine Kiste. Und wir hatten sogar eine mit. Können wir die da hinbauen? Ja, geht sogar. Haben wir noch eine andere Kiste? Warte mal. Nö, ne? Alles gut. So, der muss voll sein, genau so ist es, dann wieder zurück. Ja, zurück geht immer zack, zack, ne? Führte dich schnell. So. Da war wieder Kohle bei, ne? Shit. Naja, ist halt passiert. Ja, gehen wir mal gucken. Kupfer kommt als erstes wieder raus. Achso, wir haben noch ganz viele Sachen in der Tasche sozusagen. Da war jetzt nicht dran gedacht, ne? Lass die Steine da gerade drin. Hier kommt jetzt nichts an. Hier wird wieder gearbeitet. Hier ist das Auto. Nee. So, ist richtig.
So, was passt da rein? Fast voll. Entschuldigung. Stahlträger haben wir keine, ne? Mhm. 2.1.964.828. Panzerbrechende Munition geht aufwärts. Aber wir müssen da erst raus. Und gucken. Ja, da können wir eigentlich... Ah, jetzt sind wir voll, ne? Dann gehen wir doch mal... Wo gehen wir hin am besten? Wo legen wir noch was rein? So, jetzt muss ich schon wieder husten, ne? Entschuldigung. Dann machen wir das doch mal so. Das geht darüber. Die packen fleißig aus. Ach, da unten sind ja noch Kisten, ne? Aber die sind, ja, die müssten leer sein, genau. Das weg. Ja, die Stahlplatten ist jetzt die Frage, ne? Die anderen Sachen, die wir da haben, die können wir ja woanders auslagern. Da hinten war noch eine Kiste. Macht Sinn, das vielleicht da rein zu tun. Die ist schon voll, oder was? So, das haben wir weggepackt. Das auch. Kupferplatten sind nicht drin. Kohle, Holz. Nur das ist jetzt nicht wichtig dann. Hätten wir noch irgendwo eine andere Kiste? Ich glaube nicht. Was ist in dieser? Ah, da sind Stahlträger drin. Da können wir auch andere Sachen reinlegen, ne? Das weg. Das weg. Das weg. Der weg. Die weg. Ich glaube, so können wir es lassen. Von der Kohle, ja. Will ich jetzt nur so viel mitnehmen, den Rest gar nicht, ne? So, das passt. Und da gucken, wie viel Munition wir haben. Oh, doch schon ein paar drin, ne? 80. Sind die Steine wieder mit? Oh, sind schon drin. Hier ist was drin. Nichts, was wir brauchen. Dann packen wir da die Steine noch rein. Alles gut. Eisenplatten sind jetzt hier wieder ganz viele unterwegs, ne? Also wir müssen einen Schritt vor. Die packen wir jetzt mal hier gerade an. Dann geht das hier mit der Produktion noch besser rum. Da ist irgendwo ein Angriff. Kein Strom wieder da. Und einmal einsteigen und gucken. 700 Eisenplatten brauchen wir noch. Eigentlich müssten wir zusehen, dass wir die als erstes haben. Ups, das war falsch. Enter ist richtig. Ich sammle einfach jetzt hier mal gerade alles auf. Nehmen wir einfach alles mit. Das ist auch alles, was wir da gerade sehen, ist auch das, was wir brauchen. Da kommt jetzt ein Förderband, das nehmen wir nicht mit. Den Rest brauchen wir alles. Nehmen wir jetzt mal mit. Da ist was, was wir nicht brauchen. Gut, jetzt wird es ein bisschen knapper hier. Der erste Ofen, der läuft da nicht, oder doch? Da wird nichts mehr reingepackt in den ersten Ofen. Na, doch, jetzt ist was drin. Na, okay, jetzt geht's mit Kupfer wohl weiter. Kurz rein. 2.4.995.896. Okay, müssen wir noch mehr haben.
Jetzt ist allerdings nichts mehr im System mit Eisen. Gucken wir hier unten nochmal rein. Da wird noch ordentlich gemacht. Wo passt er genau gerade auf 100? Ne, 23 daneben. Gut. Kupfer, Eisen, kommt alles. Aber mehr Kupfer wie Eisen zurzeit. Okay, Eisen hat er gerade aussortiert. Ja. Wieder 13 Stück drin. Das läuft da eigentlich. Mal gerade gucken, wie viel wir brauchen. Aber das war alles noch reichlich, ne? Eisenflaschensteine, panzerbrechende Munition. Ja. Etwas mehr wie 500. Hier auch 500, da auch alles 500 ungefähr. Produktion läuft. Kupferplatten sind die einzigen Sachen, die wir jetzt nicht gerade brauchen, ne? Da ist nicht das passende Drohne. Warte, da oben war eine Kiste, wo Stahlträger gesammelt werden. Die sind doch eh noch drin, die habe ich gar nicht mitgenommen. Die Stahlträger kommen aber auch für die Munition in Frage, ne? Ja, die sind wir jetzt noch mit 350 weniger wie 350. 343 sind das jetzt noch. Gut, läuft. Gut, und jetzt würde ich sagen, fahren wir, der Zug ist bestimmt leer, ne, auf jeden Fall. Sollte der leer sein. Ja, dann fahren wir nochmal da hoch. Rein da und los geht's. Im Dunkeln fahren wir hoch, dann merkt das keiner. Ja, ziemlich langsam, ne? So, Abzweig müsste jetzt kommen. Haben wir auch geschafft. So, jetzt packen die da ein. Wie, der hat nur einmal zugepackt und war alles. Hier kommt nichts bei weg, oder was? Alle Kisten hier leer. Nur die oberste, die ist immer voll. Ja, dann bringt das ja irgendwie nicht so ganz so viel, ne? Die müssen wir mal gerade drehen. Aber den können wir nicht hinbauen, weil da der Strom ist. Passt wieder, ne? Ja. Warum packt er jetzt nicht aus? Also, weil wir ihm keinen Auftrag gegeben haben für das Richtige, ne? Jetzt läuft's. Ja, dann können wir das nur so machen, das war hier mal gerade... Ja, wir haben ja das mit Kupfer. Kupfer war auch zum Schluss da unten noch drin. Dann lass uns wieder einsteigen und dann da oben noch Eisen holen, das ist wichtiger dann. So. Ne, da war die Weiche noch nicht. Jetzt geht's. Dann mal los. So. Nehmen wir alles mit. Das war's. Und nur warten, bis der Anhänger voll ist.
Dann können wir das wieder runterbringen. Jo. Schneller geht's, wenn ich jetzt aussteigen würde, zur Kiste gehe, einmal alles einpacke und dann da auspacke, ne? So ist das mit den Robotern hinfällig in einer gewissen Weise. Naja, läuft aber auf jeden Fall erstmal. Ja, wie sieht das hier aus? Ich glaube, die zerstören immer ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen geht das noch, ne? Nur warten, bis das hier zu Ende geht. Und dann fahren wir da runter. So, da sind wir schon. Ups. Fahren wir im Bahnhof. Und wieder zu weit gefahren. Gehen wir hier hin. Zack. Aussteigen. Runterlaufen. Und dann packen wir hier was in die Kiste rein. Und in die nächste Kiste auch noch. Stopp, das war verkehrt. Da machen wir das Kupfer rein. Alles gut. So, Produktion läuft hier noch. Sieht gut aus. Er bewegte sich gerade noch, das heißt, hier müssen auch Munition wieder reingekommen sein. Ja. Alles ist da. Sollte einigermaßen gehen. Kurz einmal den Blick hier rein. Noch ist nicht alles da, aber es geht voran. 455. Irgendwas bei 343. Ja, das 51. 551. Wird besser. Irgendwo, ach, da oben können wir nochmal nach Strahlträgern gucken. Die werden ja hier auch gesammelt. Da ist die Kiste. Nehmen wir mit. Packen wir rein. Den weg. Die weg. Der Rest. Ah, die 8 Platten, die können wir runterlassen. Gut, okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.